Mein Name ist Benedikt Todt. Ich bin verurteilt wegen des Mordes an meiner Tante Charlotte Böhringer, den ich nicht begangen habe. Benedikt Todt, ein zu lebenslang verurteilter Mörder. Seit 17 Jahren in Haft beteuert er bis heute seine Unschuld. Am Montag vor einer Woche, Benedikt Todt kommt überraschend frei, entlassen auf Bewährung. 2006 soll er seine Tante Charlotte Böhringer heimtückisch ermordet haben. Das Urteil ist bis heute umstritten. Dieses Urteil, das gefällt worden ist, ist auf ganz fragilem Boden gefasst worden und darf aus meiner Sicht einfach nicht für immer Bestand haben. Wenn ich damals Richter gewesen wäre, ich glaube, ich hätte ihn auch verurteilt. SternTV begleitet den Fall seit Jahren. 2020 treffen wir Benedikt Todt in der Justizvollzugsanstalt Straubing, dürfen ein Interview mit ihm führen. Ohne Kamera, nur mit einem Tonaufnahmegerät. Einblicke in seine Gefühlswelt. Also zunächst ist es mal eine Hilflosigkeit, die ich im Moment empfinde, weil es mir scheint, dass die Argumente, die ich durchaus glaube zu haben, niemanden interessieren, zumindest niemanden an entscheidungserheblicher Stelle. Ich habe keine Motivation mehr fürs Weinen. Ob ich leer bin, weiß ich nicht. Es hilft mir nichts mehr. Es ist etwa 19 Uhr, als die Münchner Parkhausbesitzerin und Millionärin Charlotte Böhringer laut Gericht ihre Loftwohnung oberhalb der Parkgarage in der Münchner Innenstadt verlassen will. Vor der Tür wird sie vom Täter überrascht. Mit einem hammerähnlichen Gegenstand bewaffnet, attackiert er die 59-Jährige. 24 Mal schlägt der Täter auf den Kopf seines Opfers ein. Charlotte Böhringer ist tot. Erst am nächsten Tag habe er die Leiche entdeckt, sagt uns Benedikt Todt im Interview 2020. Also übrig geblieben ist jetzt nur ein Bild. Also es ist alles rot, alles voll mit Blut. Also ich wusste da noch nichts, dass sich das um einen Mord handeln muss. Also ich bin dann zu ihr runter und hab einen Puls gefühlt. Ich meine, sie lag da in einer Blutlache. Gedacht habe ich nichts. Ich habe, glaube ich, nur reagiert. Zwei Tage später wird er festgenommen. Beweise, dass er seine Tante ermordet hat, gibt es nicht. Das Gericht stützt sich später auf 14 Indizien, die ihn als Täter überführen sollen. Er wird zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Er zweifelt an der Schuld Benedikt Todts. Der erfahrene Kriminalist und Profiler Axel Petermann ist Unterstützer des Verurteilten. Vor 3 Jahren bekommen wir einen seltenen Einblick. Zusammen mit Axel Petermann dürfen wir in die Tatwohnung. Seit dem Mord steht sie leer. Noch immer ist das Fingerabdruckpulver der Ermittler von damals zu erkennen. Hier ist der Mord passiert. Hier will uns Petermann zeigen, was das Gericht seiner Meinung nach übersehen hat. Also aus meiner Sicht hat die Tat nicht so stattgefunden, wovon das Gericht überzeugt ist. Für mich hat es einen anderen Ablauf gegeben, ein anderes Tatgeschehen gegeben. Und das lässt sich auch gut beweisen. Schon der vom Gericht angenommene Tathergang wirft für Ex-Profiler Axel Petermann große Zweifel auf. Die Art, wie der Täter vorging, war für das Gericht später ein Argument für die besondere Schwere der Schuld. Das Gericht ist ja davon ausgegangen, dass Charlotte Böhringer die Wohnung verlassen wollte und dass sie im Türbereich Schläge auf den Kopf bekommen hat und dass die Blutspuren, die man gefunden hat, dass die diese Annahme beweisen würden. Aber ich bin da ganz anderer Meinung, weil die Blutspuren tatsächlich ein anderes Bild sprechen. Zusammen mit Experten der Hochschule Mittweida hat Petermann eine 3D-Analyse der Blutspuren erstellt, die seine These untermauert. Wir haben hier in einer Entfernung von über 2 Metern von der Tür entfernt, auch bis einer Höhe von gut 2 Metern, haben wir doch mehrere Blutspritzzentren, die dafür sprechen, dass Charlotte Böhringer hier in aufrechter Position noch stand und eine Vielzahl von Schlägen auf den Kopf bekommen hat. Dann haben wir eine Verlagerung in Richtung der Tür mit Blutspuren, die niedriger sind, die dafür sprechen, dass sie in gebückter Haltung mittlerweile gewesen ist, also die Schlageinwirkung ihre Folge zeigte und dass sie dann wohl sich in diese Richtung bewegte, also wieder in Richtung
dieses Tischchens und dass sie dann dort zu Boden kam. Wie ich das sehe, ist der Ursprung der Tat nicht im Türbereich, sondern hier in diesem Areal. Der Täter muss bereits in der Wohnung gewesen sein, als es zu der Auseinandersetzung gekommen ist. Hatte Charlotte Böhringer unbekannten Besuch, bevor sie ermordet wurde? Neben dem alternativen Tatablauf, den Axel Petermann skizziert, gibt es weitere Hinweise darauf. Auch Benedikt Todts Verteidiger Peter Witting glaubt daran, eine entscheidende Spur für den Anwalt, ein Glas in der Spülmaschine der Ermordeten. Das ist der Korb der Spülmaschine in der Wohnung Charlotte Böhringer. Und Sie sehen jetzt hier verschiedene bezeichnete Gläser, die in der Spülmaschine abgelegt waren. Und es gibt ein Glas, auf das wir besonders achten müssen, ist das Glas Nummer 6, ganz hinten links. Dieses Glas Nummer 6 hatte eine DNA-Spur ausgewiesen von einem unbekannten männlichen Verursacher. Und diese Spur wiederum, und das ist der sogenannte Spur-Spur-Treffer, war identisch mit dem DNA-Muster an einem, aus einer Spur im Fall Ursula Herrmann. Ursula Herrmann, 1981 wird die 10-Jährige getötet. Ermittler finden damals am Tatort die unbekannte DNA-Spur. Benedikt Todt ist zu diesem Zeitpunkt 6 Jahre alt. Bis heute ist in beiden Fällen nicht klar, zu wem die DNA gehört. Für uns war die Spur unabhängig von dem zweiten Kriminalfall schon deshalb bedeutsam, weil wir der festen Überzeugung waren, da muss noch jemand in der Wohnung gewesen sein. Man hat viele Personen, so nennen wir das, gespeichelt, um einen Abgleich mit den DNA-Mustern, die man jeweils erhoben hat, durchzuführen. Man hat die Person nie ausermittelt. Das Gericht im Mordfall Charlotte Böhringer sieht letztendlich keinen Zusammenhang zwischen der unbekannten DNA und dem Mord an der Millionärin. Auffälliger für das Gericht, die Ermittler hatten am Tatort auch DNA von Benedikt Todt gefunden, unter anderem auf dem Blazer des Opfers. Die DNA-Spur ist zweifelsfrei Benedikt Todt zuzuordnen, aber nicht nur ihm, auch seinem Bruder bzw. der Schwester von Charlotte Böhringer könnte die DNA gehören. Aber es gibt natürlich auch noch viele, viele andere Möglichkeiten, die seine DNA erklären lassen. So könnte die DNA auch beim Auffinden der Leiche übertragen worden sein, als er prüfte, ob seine Tante noch lebe. Das Gericht schließt diese Art der Übertragung jedoch aus. Auch im Büro von Charlotte Böhringer findet sich DNA von Benedikt Todt. Im Fokus der Ermittler Spuren auf dem Testament der Verstorbenen. Natürlich bedeutet dieser Umstand, dass Benedikt Todt zu irgendeinem Zeitpunkt diese Papiere in der Hand gehabt haben muss oder ja, dass er darauf geatmet hat. Also seine DNA ist darauf zu finden. Aber die DNA ist natürlich nicht mit einer Uhrzeit versehen. Es kann bei jeder anderen Gelegenheit genauso entstanden sein. Er selbst sagt ja dazu, ich habe doch für meine Tante die Büroangelegenheiten erledigt. Ich habe doch in diesem Büro gesessen und da werde ich doch vielleicht auch mal diese Papiere angefasst haben. Das Gericht sieht in dieser Spur die Bestätigung des Motivs. Durch den Tod seiner Tante hätte Todt als Erbe die Leitung ihres Parkhauses übernommen. Nach dem Mord habe er sich davon im Testament vergewissern wollen, so das Gericht. Denn seine Tante hatte eine Bedingung für das Erbe. Er sollte sein Jurastudium abschließen. Dass Benedikt Todt dieses zuvor abgebrochen hatte, soll er ihr aber verschwiegen haben. Die wusste das ja. Als ich ihr dann gesagt habe, ich höre dieses Studium auf und werde es auch nicht wieder aufnehmen, dann war das kein schönes Gespräch natürlich. Also meine Tante war eine sehr dominante Person. Aber ich habe ihr dann meine Sicht der Dinge geschildert. Und sie hat sich damit abgefunden. Ob sie bis zum Schluss damit glücklich war, weiß ich nicht. Ich bezweifle es. Heute Morgen treffen wir Profiler Axel Petermann in Gelsenkirchen. Er freut sich über die Freilassung Todts in der vergangenen Woche. Andererseits weiß ich, dass Benedikt Todt sicherlich nur allein mit der Freilassung nicht leben kann, sondern er wird sicherlich darauf aus sein, dass er rehabilitiert wird, dass es einen neuen Prozess gibt. Der Experte hat den Fall viele Jahre begleitet. In seinem Buch Im Auftrag der Toten widmet er dem Kriminalfall ein ganzes Kapitel. Der Fall war für mich schon ungewöhnlich. Wie kommt es, dass offizielle Stellen, eine Gerichtsmedizin, das LKA,
dass die sagen, Abläufe müssten so gewesen sein, da gäbe es keine Zweifel dran. Und einer Überprüfung halten diese Expertisen nicht statt. Sie sieht das völlig anders. Gisela Friedrichsen. Wir treffen die erfahrene Gerichtsreporterin gestern in Wiesbaden. Friedrichsen ist von Benedikt Todt als Täter überzeugt. Der Neffe hat ein wirklich überragendes Motiv und er hat kein Alibi. 17 Jahre war Todt wegen Mordes in Haft. Die Strafe wurde sogar durch den Zusatz der besonderen Schwere der Schuld verschärft. Die erfahrene Journalistin war deshalb von der Freilassung Todts überrascht. 17 Jahre ist eigentlich weniger als in anderen Fällen bei der besonderen Schwere der Schuld abgesessen wird. Möglicherweise spielt auch eine Rolle der öffentliche Druck, dass überall es heißt, alle sind von seiner Unschuld überzeugt und ich frage mich, warum eigentlich. Insbesondere Benedikt Todts Motiv ist für Friedrichsen offensichtlich. Er hat alle, seine besten Freunde, er hat alle belogen, dass er das Examen gemacht hat, dass er schon für einen Finanzberater arbeitet, dass er schon einen Doktorvater hat. Er wollte also wirklich jede Möglichkeit ausschließen, dass die Tante erfährt, von wem auch immer, dass es mit seinem Studium doch nicht so weit her ist. In der Hauptverhandlung sei zudem ein Zeuge vernommen worden, der für Charlotte Bühringer arbeitete und Benedikt Todt belastet. Gisela Friedrichsen findet die entsprechende Stelle im Urteil. Der berichtete glaubhaft, er sei vom Opfer etwa Anfang Mai 2006 beauftragt worden, den Angeklagten nach dem Stand seiner Ausbildung zu befragen. Der Angeklagte habe ihm geantwortet, er sei derzeit als Referendar tätig und würde in Kürze das zweite Staatsexamen ablegen. Diese Auskunft habe er an das Opfer weitergegeben. Er denke, dass dies auch der letzte Kenntnisstand des Opfers gewesen sei. Tja. In der Gesamtschau aller Indizien und Spuren bleibt für Gisela Friedrichsen Benedikt Todt der Mörder von Charlotte Bühringer. Er hat so viele Anhaltspunkte dafür geliefert und es war so sehr in seinem Interesse, dass diese Tante nun von dieser Welt verschwindet.